Freunde des verführerischen Grillduftes. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, was habe ich heute vorbereitet? Heute einmal gar nichts, denn ich wollte die Zeit nutzen, um euch einmal Danke zu sagen, denn ich bin mittlerweile über 170 Abonnenten geschossen. Ja, an Special Effects habe ich nicht gespart. Ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Ja, und das freut mich halt sehr und bestätigt mich in dem, was ich hier auf YouTube treibe. Ich peile jetzt natürlich so ein bisschen die 200 an und würde mich freuen, wenn der ein oder andere noch mit einem Abo um die Ecke kommt. Hilft mir natürlich auch ein bisschen, dass mein Kanal weiter wachsen kann. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich wünsche euch auf allem frohe Pfingsttage und bleibt gesund und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Auf euch! Euer Stefan von Stefans Grillecke. Ciao! Ach so, Freunde, halt. Eine Sache habe ich noch vergessen. Sagt euch eigentlich das Event 10 Blogger ein Ort etwas? Ja oder vielleicht auch nein? Schaut einfach mal auf YouTube unter dem Kanalnamen 10 Blogger ein Ort vorbei. Schaut euch den Trailer an, auch bis zum Ende. Und ja, vergesst nicht, ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren. Warum, erkläre ich euch jetzt einmal in kurzen. Bei diesem Event handelt es sich um Blogger aus der Grill- und Barbecue-Szene, die sich gemeinsam treffen und leckere Sachen auf dem Grill, auf der Grillplatte, im Dutch Oven bereiten und ja, eine Menge Spaß haben. Mit dabei werden sein Barbecue aus Baden, Beef and Meat, Daughter and the Sizzle Zone, der Grill-Junkie, Grillcoach Gerrit, R&K Barbecue, Smoking Beast Barbecue, 0231 Barbecue und jetzt haltet euch fest, Stefans Grillecke. Jawohl, ich bin auch mit dabei. Ich freue mich schon wie ein Schnitzel. Wie gesagt, schaut bei dem Kanal mal vorbei. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, denn es gibt da ein kleines Highlight. Wir werden am Samstag, den 11. Juni, ab ca. 12 Uhr ist es geplant, live gehen. Das bedeutet, ihr seid live mit dabei, wenn wir Blogger grillen, Interviews geben, ihr bekommt einen Blick über die komplette Anlage und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Samstag. Macht's gut, ciao!